G.H. Rothe, wurde 1935 in Beuthen, Oberschlesien, geboren. Als Kind erlebte sie die Schrecken des Krieges, Vertreibung, Zerstreuung und Wiederfindung in Wiedenbrück, Westfalen. Ihre erste Ausbildung war technischer Art, nämlich das Erlernen des Goldschmiedehandwerkes, wie es in ihrer Familie Tradition ist. Schon als junges Mädchen entdeckte sie ihre Liebe zum Malen und Zeichnen. Aus diesem Grund verließ sie 1956 ihr Zuhause und schrieb sich an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim ein. Ein sicherer Platz, jedoch unpassend für eine junge Frau, die sich entschlossen hatte, eine berühmte Künstlerin zu werden. Trotzdem setzte die junge Gatja ihr Studium fort und heiratete 1958 ihren Lehrer, Professor Kurt Rothe. Im folgenden Jahr wurde ihr Sohn Peter geboren und nun führte sie das Leben einer Frau Professor Rothe und teilte sich die Zeit zwischen dem Dasein einer Mutter und dem einer Künstlerin. Mehr als 10 Jahre schuf sie Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Stiche. 1968 erhielt sie den Villa Romana Preis, eines der angesehensten und begehrtesten Stipendien in Europa. Ein Jahr standen ihr ein ausgezeichnetes Studio in der Villa Romana in Florenz zur Verfügung und damit alle für jede von ihr gewählten Kunstart nötigen Materialien. In ihrer Suche nach der idealen Lebens- und Arbeitsstätte reiste G.H. Rothe nach England, Russland, Frankreich und Spanien und ließ sich im Dezember 1970 in ihrer Traumstadt New York nieder. Sie begann mit Aquatinta zu arbeiten, jedoch befriedigte sie diese Technik nicht. Auf der Suche nach der idealen Technik entdeckte sie das Mezzotinto. Die Schabekunst wurde 1640 von Ludwig von Siegen, einem in Utrecht lebenden deutschen Offizier, erfunden und über 200 Jahre blühte diese Kunst. Warum, so möchte man fragen, wählt ein Künstler bei all den gängigen grafischen Methoden, die man heute kennt, die fast vergessene Kunst des Mezzotinto? Diese eigenartige, höchst mühsame und zeitraubende Technik. Aber diese Frage lässt sich völlig nur beantworten, wenn man das eigentliche Prinzip des Mezzotinto versteht, Licht zu schaffen aus der Dunkelheit. Kunstsammler aus allen Teilen der Welt bewundern G.H. Rothes Arbeit. Betrachter sind immer wieder beeindruckt von der Fülle ihres Repertoires und der transparenten Leuchtkraft ihrer Darstellungen. Die Mezzotinto-Technik verlangt 2 getrennte Arbeitsvorgänge. Der erste ist das Grundieren oder Vorbereiten der Kupferplatte mit einem Granierstahl. Dieser hat eine abgerundete Schneide, damit er hin und her gerollt oder gewiegt werden kann. Der zweite Arbeitsvorgang besteht darin, das Motiv mithilfe der Kaltnadel direkt in die Metallplatte spiegelverkehrt einzuarbeiten. Die Nadel ritzt eine Furche, ähnlich wie ein Pflug, und schiebt das entfernte Material an die Seite. Es entsteht ein sogenannter Grat. Eine Seite des Granierstahls ist mit einer Reihe von parallelen Furchen ausgekehlt, sodass durch das Wiegen Löcher im Kupfer entstehen, die später die Farbe beim Handdruck einbehalten. Dieser langwierige und körperlich höchst anstrengende Prozess entwickelt die Oberfläche. Ein schimmerndes Feld von Linien, die in unzähligen Richtungen verlaufen. G.H. Rothe benutzt den Polierstahl, um in den aufgerauten Flächen der Platte helle Stellen hervorzuheben. Sie kratzt die hervorstehenden Spitzen mit einem Messer ab und poliert das Kupfer glatt. Durch ständiges Gravieren und Überarbeiten der Platte erreicht sie die transparenten und röntgenbildartigen Zeichnungen, die für ihre Mezzotinto so charakteristisch sind.
Bei meisterlicher Handhabung erzeugen die Original Mezzo Tinto ein Reichtum an Feinheit und Fülle von Farbtönen. Diese aufwendige Handarbeit ist ein peinlich genaues, mühsames und schwieriges Verfahren, mit dem sie die zahllosen Lichttöne objektiv und subjektiv darstellen kann. Die vielen Stunden, die für das Aufrauen und Polieren der Platte benötigt werden, sind abhängig von der Größe der Platte und der Komplexität des Themas. Oft sind es mehr als 500 Stunden, die benötigt werden, um eine Platte fertigstellen zu können. Zur Intensivierung ihrer Konzentration und ihrer grenzenlosen Geduld benutzt Gerhard Rothe die Meditation, die ihr Kraft gibt. Mit Hilfe ihrer Assistentin Christa beginnt der Handdruck. Gravierend für die Mezzo Tinto Technik ist, dass alle Farben auf einmal aufgetragen werden und die Haltbarkeit dieser Farben immer nur für einen Handdruck ausreichend ist. Die dunkelste Farbe wird zuerst aufgetragen. Hinzu kommt die nächst hellere Farbe, die wie hier ein dunkles Blau ist. Und nun ein brillant Rot. Wo Gerhard Rothe eine bestimmte Farbtonabstufung erzielen möchte, reibt sie mit dem Handballen eine Farbe in die andere sorgfältig ein. Dieser Prozess wird so oft wiederholt, wie es nötig ist, um ein vollständiges Gleichgewicht von Farbe und Ton zu erreichen. Eine Platte in dieser Größe wird allein 2 bis 4 Stunden mit Farbe eingerieben. Da es nicht möglich ist, einen Handschuh oder einen anderen Handschutz zu tragen, um die gewünschten Farbtonabstufungen zu erzielen, kann man sich die bearbeitete Kupferplatte wie reines Schleifpapier vorstellen, auf der sich die Haut nach und nach abreibt. Die Platte wird mit dem Gesicht nach oben auf den Transporttisch der Handpresse gelegt. Hinzu kommt das dicke, handgeschöpfte, vorher gewässerte Büttenpapier. 4 Lagen Filz sorgen dafür, dass eine genügend elastische Schicht zwischen der Platte und der Stahlwalze der Presse gebildet wird. Durch den Druck der Walze presst sich das Papier in jede Linie und Unregelmäßigkeit auf der Plattenoberfläche und zwingt gleichzeitig die Ölfarbe in das Papier. Zur Optimierung wird die Platte 2-mal durch die Handpresse geschoben. Nun ist der Handdruck beendet. Die Platte wird für die nächsten Farbauftragungen vollständig gereinigt. Das Original Mezzo Tinto Threadchester wird nun zum Trocknen ausgelegt und später geglättet, gesiegelt und von Gerhard Rothe signiert. Da für jedes Bild die Farben mit der Hand wieder neu aufgetragen werden müssen, gleicht ein Bild nie vollkommen dem anderen und deshalb erhebt ein Mezzo Tinto immer den Anspruch, ein Original zu sein. Gerhard Rothe empfindet ihren Beruf als eine Art des Lebens, die all ihre Fähigkeiten in Verbindung mit ihrem Talent braucht. In ihrer zweiten Heimat in den USA, in Kalifornien und New York, schafft sie Werke von Weltruhm, die bereits zu ihrer Lebenszeit im Metropolitan of Art in New York ausgestellt werden. Gerhard Rothe hat ihr eigenes Medium gefunden.